Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß zum Sonntag. Diesmal mit den Perks. Elterliche Fürsorge und verzweifelte Maßnahmen. Ah. Ich bin bereit. Killer fehlt. Ah. Jetzt ist der Killer wieder raus? Warum? Jetzt muss ich wieder gucken, wie gut bin ich jetzt? Ich habe nämlich länger nicht mehr Dead by Daylight gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie gut ich bin. Es kann gut sein, dass ich... Okay. Das kann ja lustig werden. Und wir spielen gegen die Künstlerin anscheinend. So wie die Tipps da sind, ist es das wahrscheinlich. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, wie man gegen die antritt. Das weiß ich noch nicht. Ich habe nicht erwartet, dass sie von oben kommt. Ich habe nicht erwartet, dass sie von oben kommt. Okay, das ist eine Sackgasse. Okay. Der ist blockiert. Wo ist ein Generator?
der frei ist. Ich finde irgendwie keine Generatoren. Wo sind die? Na, wo bringst du sie hin? Was ist da hinten? Ah, hier ist ein Generator. Hat er mich getroffen? Verdammt. Wieso? Was hat er jetzt vor? Muss irgendwie auf dem Weg nach unten finden.
Was wird das? Ich versuche zu hören. Moment mal. Ah. Und eine Trophäe. Ich wusste, dass er korrupte Intervention hat. Oh Mann. Auf jeden Fall muss ich da jetzt noch was rausschneiden in diesem Video hier. Nisa. Oder ich lasse ihn einfach drin. So, Stufe 8. Und nun zum Killer. Nun zur Killerrunde. Mit dem Perk Ruf der See. Was sollte das denn? Wie war die ihre Kraft nochmal? Aha, ich hab's wieder ungefähr. Okay, Hütte des Killers soll die Bodenluke kommen. Das weiß ich dann ja. Die Frage ist, welche Map wird es denn? Welche Karte? Welches Gebiet? Das ist die Frage. Tempel der Reinigung.
Erwischt! Du kommst da an den Haken. Als ob ich diesen Trick nicht weiß. Erwischt! Und beschädigen.
So. Da ist ein Haken. Du kommst hier an den Haken. Hier ist doch jemand gerannt. Wisst ihr was? Ich lasse ihn einfach raus. Ich muss auf jeden Fall noch in die reinkommen, wie man sie richtig verwendet. Auf jeden Fall sieht man nicht mehr, welche Ränge sie hatten. Das ist neu.
So, jetzt erstmal 44.000 Seelen vergeben. Aha, dazu kam es doch gar nicht. Hab mir gerade die Kraft nochmal durchgelesen. Und das war eine weitere Folge von Spaß zum Sonntag.